Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV, Minecraft am Start. Es ist immer noch Nacht, ich habe mich verlaufen, die Kuh steht immer noch hier oben. Und ihr habt mir gesagt, da wo die Zombies herkamen, da wo es rot leuchtet, da ist der Lavafluss und auch da ist meine Base. Mir wurde also einmal geschrieben links rum, das wäre ja links rum, so wie ich jetzt hier stehe. Und ja, ich werde eure Hinweise befolgen. Mal gucken, ob ich so zurück nach Hause finde. Ich habe ja jetzt 4 Leder. Ein paar haben mir geschrieben, ich brauche nicht Leder, sondern Wolle in den Kommentaren. Aha. Eine brennende Spinne. Ja. Ah, hier ist der Lavafluss. Hier ist schon meine Base. Ja, ich will schlafen. Ich will schlafen. Lauf, Bro. Lauf. Oh mein Gott. Monster en masse. Monster en masse. Lauf, 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 lauf. Hopp. Ja. Ja. Tauchen die Viecher auch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und jetzt raus, Papi. Raus. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Hopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Supermonster. Ich weiß, ich darf dem nicht in die Augen gucken, dann greift er mich an. Sprinten kann ich nicht, weil ich Hunger habe. Doch, ich kann sprinten, natürlich. Ich habe noch genug Herzen. Rein da. Die Tür öffnet sich automatisch, die Tür schließt sich automatisch und schlafen. Also, vielen Dank, Leute. Wow, das war ja mega, mega easy. Hätte ich nicht gedacht. So, stehen hier noch irgendwelche Monster vor meiner Butze? Da hausiert noch eins. Aber nice. So, das ging mega schnell. Hä, was ist denn das? Rohes Hühnchen? Ist ja geil. Das backen wir uns mal gleich hier im Ofen. Tick, 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 tick. Und die Kohle nehme ich, glaube ich, gleich zum Großteil raus. Ist ja geil. Ey, ich bin so gut versorgt hier. So. Also, ich brauche auf jeden Fall erstmal ein paar Fackeln, weil eine Idee von euch, ich glaube schon in früheren Kommentaren, war, dass ich mir mal ganz oben, weil ich finde nie diesen Weg nach unten, dass ich mir da mal eine Abgrenzung mache. Das werde ich heute auf jeden Fall noch machen. Jetzt will ich doch mal schauen, also war das jetzt mit Stöckern? Kurz mal schauen. Yes, baby, yes. Ein Bilderrahmen hat Papi schon mal. Das sind immer Schwerter. Okay, finde ich nicht schlimm. Ups, nicht so, so. Hopp, 4 Bilder, wunderbar. Wo hänge ich diese Bilder auf? Hänge ich sie hier auf? Wie sieht das aus? Hä? Wieso? So? Ich habe 4 Bilder. Man braucht sozusagen 2, um da ein Bild hinzuhängen, oder wie? Hä, wieso ist denn das Bild einfach so nur leer? Das ist doch blöd. Hier. Wie? Okay, also ich brauche quasi 2 Bilder, um ein richtiges Bild erst zu schaffen. Hm. Ich muss ja Kev ein bisschen überzeugen, wenn er hier das nächste Mal wieder vorbeikommt. Er hat mich übrigens gerade angerufen, dass er unterwegs ist. Ihm geht's gut. Kleine Info am Rande. Er ist unterwegs in Hannover. Ich glaube wieder mit seinem Longboard. Dieser Junge ist auch immer auf Achse. Aber so kennt ihr das von unserer Geilo-Family. Gebratener Fisch. Boah, wie wenig Futter kriege ich denn? Rohes Fleisch. Rohes, verrottetes, boah, das ist ja eklig. Verrottetes, Junge, Junge, Junge. Also hier ist nichts Gutes zu holen, wie ich sehe. Dann machen wir doch mal hier ein bisschen was von den Ofen. Und hier habe ich auch nichts zu futtern. Hä, wieso habe ich nichts zu futtern? Ich hatte doch Brot, ich hatte so viel Gutes. So, erstmal wird ein Steak gespachtelt. Also, ein Bild mache ich hier hin. Und das nächste Bild mache ich dann oben hin. Ich warte vielleicht nochmal auf ein bisschen Fleisch. Gucke nochmal.
Aha, okay. Ich habe noch eine Idee, was ich machen muss. Ich muss oben ein Crafting Table hinstellen, das ist klar. Kugelfisch. Auch ziemlich geil. Was hat hier? Glowstone Staub. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Flieder. Hiermit kann ich irgendwas pflanzen. Ein Pfeil. Knochen. Zaun brauche ich auch nicht. Stöcker können schon zusammen. Angel will ich gerne haben. Vielleicht doch, das brauche ich auch ein bisschen. Was habe ich hier noch drin? Also ich habe gar nicht so viele nützliche Sachen. Ich brauche eigentlich ein bisschen Holz. Ich würde mir gerne oben noch ein Bett machen. So, lassen wir den Rest. Ja, ich brauche oben noch ein Bett. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das heißt, die Wolle kommt hier ran. Und ich gehe erstmal ganz kurz noch ein bisschen Holz hacken. Ich glaube nämlich, Alter, was ich hier schon alles gebaut habe, nice. Daran will ich eigentlich die nächsten Folgen weiterbauen. Aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz ein bisschen Holz hacken. Ach schön, das Bäumchen. Alter, ist das fett geworden. Yo, fliegende Spinne. Itzi bitzi. Hallo? Hau dir. Was ist das für eine Spinne, ey? Eine miese, goldene, leuchtende Spinne? So, aber da habe ich gleich wieder ein bisschen was gekriegt. So, hier kann ich. Eigentlich könnte ich mein ganzes Feld ernten. Aber nicht in dieser Folge. Das ist nicht Programm für diese 15, 20 Minuten. Viele von euch haben ja auch geschrieben: Povrot, mach mal die Folgen bitte ein bisschen länger. Also, ich mache es ganz ehrlich so, wie es vom Projekt einfach mir gerade. What the heck? Wie es mir vom Projekt einfach gerade auch so ein bisschen passt. Alter, was ist hier? What the heck? Was ist hier? Was ist das? Okay. Muss ich markieren? Nächster unentdeckter Höhleneingang. Oh mein Gott, ich muss niesen. Wuhu. So. Und die Skelette wollen nicht raus. Cinque. So, dann schnappe ich mir den. Also, hier gibt es noch ein unentdecktes, interessantes Höhlensystem. Und ich hatte ja noch das andere markiert. Ja, auf jeden Fall zur Folgenlänge. Ich mache es einfach mal so, wie es vom Projekt her passt. Und was ich halt auch so ein bisschen vorhab. So, und das reicht schon für ein Bett. Also, dann gehe ich jetzt hoch. Dann geht's jetzt hoch, dann markiere ich mir den Weg ein bisschen mit Fackeln. Boah, sprinten geht ab. Sprinten geht ab. Zick, 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 zick. Und ich muss ja noch irgendwas bauen, damit ich besser hochkomme. Ihr habt mir irgendwas von Redstone, von so Stromgeschichten erzählt. Da blicke ich auf jeden Fall noch nicht durch. Aber so langsam bin ich kein kompletter Minecraft-Noob mehr. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, ihr habt euren Spaß. Ich habe auf jeden Fall hier meinen Spaß dabei. Ich hoffe, ihr genießt das mit mir hier so ein bisschen, dass ich Minecraft entdecke. Das ist ja der Verdienst von Kev gewesen. So, hier. Das ist eigentlich so verdammt nah. So, ich habe eigentlich noch genug Fackeln, von daher mache ich diesen Weg jetzt hier mal so bis zum Ende. So, dann sehe ich das hier und dann weiß ich, hier geht's runter. Aber ich will es auf jeden Fall ein bisschen höher haben. Das hier auch. So, dann ist das jetzt hier diese Abzweigung. So, auf jeden Fall eine gute Idee. Danke wieder für diesen Hinweis, dass ich mir hier einfach mal so einen Weg mache und damit. Finde ich jetzt immer runter. Erwartet man auch einfach nicht, wenn man hier so runter guckt. Ja, aber so werde ich es auf jeden Fall noch viel besser sehen. So, tipptopp, Dankeschön. Und ich warte auf die nächsten Vorschläge in den nächsten Kommentaren, was ich als nächstes machen sollte.
Ach so, genau. Jetzt wollte ich noch mal meine Höhle hier oben ausrüsten mit einem Bett. Ach, und ich brauche hier auf jeden Fall noch eine Idee zu irgendeinem geilen Tor. Weil dass das immer so offen ist, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ach, ich habe hier ein Crafting Table. Ist ja geil. Ist ja geil. So, und wie war das jetzt mit Bett? Ja, easy. Aber. Ah, ich habe nicht mehr genug Wolle. Ich würde ja gerne auch hier oben noch ein Bett für Kev machen. So, Schlafzimmer muss auf jeden Fall eine Etage höher sein. Die Frage ist, wo? Hm, so die. Ach, hier wäre nicht schlecht. Wobei bei den Fackeln, hier geht's runter. Wo ist das Bettchen? Schon wieder habe ich Glas gedroppt. Ich habe hier kein Glas, Leute. So, wo ist am besten? Achso. So, das sieht doch ganz gut aus. Und da drüber kommt ein Bild. Zack. So, kann ich hier jetzt schlafen? Wunderbar. Einen Crafting Table habe ich auch. Ich stelle hier aber, glaube ich, noch eins hin. Genau. Und dann muss ich mal gucken, wie viel Holz habe ich jetzt noch. Ich würde nämlich gerne. Na komm, sammel es auf. Ich würde nämlich gerne mir auch hier nochmal so eine Vorratskiste machen. Und das klappt. Wunderbar. Also so eine Truhe. So, Truhe hier ran. Hier wäre noch Platz für ein Bett für Kev. Das würde ich gerne machen. Das würde ich gerne machen. Also eigentlich fehlt mir einmal hier so ein Steinblock. Und dann würde ich hier noch ein Bett hinstellen. Also das auf jeden Fall der Plan für die nächsten Folgen. Das war es erstmal für diese Folge. Also dieses Projekt ist einfach gelaufen. Für die nächste, ich will ein Bett für Kev fertig machen. Und ich muss auf jeden Fall ein bisschen weiter am Schloss bauen. Und da bitte ich euch wieder um eure Kommentare. Ihr habt schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Minecraft. Wie kann man kreativ dieses Schloss ausbauen, damit es mega, mega, mega geil wird? Also helft mir ein bisschen. Eure Kommentare sind hier wichtig. Wir machen das gemeinsam. Ich bin euer Powerwort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.